Guck mal, Loch, das muss irgendwo hinführen. Lass uns mal da reinspringen. Alter, überall offene Wunden, Alter. Tetanus. Blutvergiftung, alles. Das volle Programm, Alter. Oh. Irgendwas gebrochen. Aber schon Pflaster drauf. Alles noch heil? Ja, das ist ja noch von. Ne? Sind alle in Ordnung? Das ist am Tauchgang. Mhm. Sind wir in Ordnung? Ja, mir geht's gut, ganz ehrlich. Mir geht's gut. Kannst du irgendwas sehen? Wir müssen den Generator finden. Wenn wir ihn in Gang kriegen, hat das Funkgerät Strom. Ich warte hier beim Funkgerät. Oh, ein Feuerzeug. Hier. Ey, wir haben noch eine Taschenlampe. Na, wahrscheinlich werden wir uns trennen, ne? Mann. Hey. Nach dir. Ach so. So, aber lass uns mal ganz kurz. Der untere Bereich des Schiffs. Mal ganz kurz mal ein Resümee ziehen. Ja. Der Kurator hat uns den Tipp gegeben, irgendwie, es hat vielleicht gar nicht unbedingt einen übernatürlichen Ansatz, sondern eher einen strategisch-wissenschaftlichen. Mhm. Also, haben wir, also letztendlich, okay, wir wissen, es ist ein Gas ausgetreten irgendwie. Es wird wahrscheinlich halt eine taktische Waffe sein irgendwie, also halt eine Biowaffe. Ich denke, wir sind uns einig, Benny, dass alle halluzinieren, oder? Ja. Also, wir gehen mal jetzt von aus, es gibt keine richtigen Geister, keine echten irgendwie. Die Leute erschrecken sich halt einfach zu Tode, kriegen einen Herzschlag irgendwie und bim, bum, bam, das war's. Uns geht's genauso, es ging Conrad so und es ging auch Fliss so. Als sie eventuell oder eventuell auch nicht Brad erstochen hat, in dieser Kutte. Warum er diese Kutte getragen haben sollte, ist jetzt erstmal unklar, oder Fliss hat sie schlicht und ergreifend halluziniert. Das kann auch sein, ne? Während Brad von Fliss ebenfalls verfolgt wurde und, nicht Brad, sondern Conrad, und Conrad in Fliss diese alte Frau gesehen hat. Und dann durch meinen totalen Nubiet Button ihr Mesh abgestürzt ist. Also, okay. Also ich frag mal eins blöd, nur falls wir uns irgendwann mal für irgendwas entscheiden sollen, irgendwie. Ja. Dass ich denn auch schon, oder dass wir uns einig sind, irgendwie, was wir denn nehmen. Alter, hier ist ganz schön viel zu lesen. Bericht des Schiff Art Death. Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X, CWO, Walter Bischoff. Ah, Walter Bischoff! Fringe! Nice, cool. Und CWO Tom Palmer mit Sergeant Peter Wood als Besitzer und P. X für das Treffen mit unserem Team. Es gäbe viel, das man voneinander lernen. Stimmt ihm zu. Die westliche Welt müsse den Übeln, die USA seien darüber informiert, dass gewisse Stellen den von chemischen und biologischen Substanzen in der Kriegsführung erforschten. Unsere Aktivitäten durch das Genfer Protokoll eingeschränkt hätten Experimente unmöglich. Beschreibt eine während des stattgefundenen Untersuchung. Es wurde die Wirkung eines in Molekülkristallform vorliegenden Halluzinogens mit Codename Mandschureigold. Aha. Auf Menschen getestet. Chemische Munition. Kampfes zu gewährleisten. Es war bereits ein in geringer, signifikanter Halluzinationen sehr überzeugend. Versuchspersonen sahen und hörten Dinge, die in Wahrheit nicht vorhanden waren, und dies selbst. Wirkung sei vielfältig. Groß, gleichbleibend, intensiv. Ja, ich. Okay, alles klar. Damit dürfte denn klar sein, was das Mandschureigold ist. Es ist eine chemische Waffe, die eben hier an Bord ausgetreten ist. Es hat hier wohl einen größeren Streit gegeben und dieser Charlie hier musste ins Loch. Ja. Hm. Charles Anderson legte außer Dienst betrunkenes Verhalten an den Tag, dass ich. Warte mal, Streit unter anderem, das hatten wir sogar schon mal vorgelesen, ganz am Anfang. Ne? 10 Tage? War wohl echt heftig. Tja. Okay, also dieses Mandschureigold, dieses Gas hat also auch natürlich die komplette
Besatzung platt gemacht. Brick, Woche 27, Montag. Arthur Miller, Private. Diebstahl, einen Tag. Haft hatten wir auch schon mal vorlesen, oder? Unbefugter Zutritt, papapapapapa. Eklatante Missachtung von Befehlen. Freitag. PFC Louis Brand, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, ein Tag Haft, war während des Landgangs betrunken, war unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt, Trunkenheit etc. Genau, hatten wir schon. Ja, Trunkenheit und Trunkenheit. Gewisser Joe war im Lazarett. Genau, das waren ja die Soldaten aus dem Intro Kapitel. Charlie und was? Joe? Mhm. Jetzt ist nur die Frage, sind wir jetzt hier in den Zellen? Also das sieht mir wie die Krankenstation aus. Achso, nee, das könnte doch sein. Also wir haben hier jetzt hier Betten, ne? Aber wir haben hier auch sowas, so eine Zelle hier, ne? Ja. Das ist das Loch. So, okay. Ich werde 100 heiße Bäder brauchen, falls wir hier rauskommen. Wir kommen hier raus, Julia. Hoffe, du hast recht. Liege ich hier falsch? Naja. Diesen Ausflug zu machen, damit hast du schon mal falsch gelegen, mein Freund. So, was haben wir hier? Hier vorne gleich gilt es A zu drücken. Oh, ein Bild. Take a look at this picture. Ah, es ist der Sohn von Joe? War vielleicht der Sohn von jemandem an Bord? Mann, Papa, komm bald zurück. Ja, das wird nix, Joe. Sorry. Sorry, kleiner Joe. So. Wow. Oh, Mann. Ja. Was ist jetzt so geil hier dran? Was unterscheidet das von den 20 anderen Leichen, die du da vorgesehen hast? Er trägt einen Kittel. Er ist Arzt. Und wieder mal was zu lesen. Okay, nee, nix mehr. Dreh's um, so ist gut. Name des Patienten, John Patterson, Rang Private, geboren in Rowlett, Texas. Geboren am 24. Februar 1922. Rekrutiert, stationiert, Garland, Texas. Datum 2. März 1941. Gesamtdienst, Army, 3 Jahre, 5 Monate. Krankengeschichte, Diagnose, schwache Neurose, Untauglichkeit, ist nicht auf Fehlverhalten zurückzuführen und trat im Dienst auf Bestand zur Rekrutierung. Nein. Aktueller Zustand, diensttauglich. Voraussichtliche Dauer in Zukunft vorübergehend. Vorübergehend. Empfehlung. Genaue Beobachtung und erneute medizinische Untersuchung in einer Woche. Bericht. Heute habe ich Private Patterson auf der Krankenstation untersucht. Während der Visite litt er unter starken Angstzuständen, die mit den Anzeichen von Panik übereinstimmten, welche ich bereits während seines Wachdienstes zum Anfang der Woche beobachtet hatte. Ich hatte Patterson heute zu mir bestellt, da ich glaube, dass seine Panik von eindringlichen und verstörenden Erinnerungen begleitet wird. Bisher konnte er seinen Dienst fortsetzen, da seine Symptome nach Beendigung seiner Wachschicht stets nachließen. Er gibt an, dass solche Symptome für ihn sehr ungewohnt sind. Turn around. Private Patterson ist 25 Jahre alt und hervorragender körperlicher Verfassung. Keinerlei bekannte Vorerkrankungen und eine makellose militärische Karriere. Im Verlauf der Untersuchung gelang es ihm, sich zu beruhigen. Einfache Tests wie Sprachfähigkeit, Reaktion und Erinnerungsvermögen und Entscheidungsfähigkeit verlief normal. Klarer Fall von PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. So, okay. Okay, so haben wir jetzt hier noch etwas. Was wir jetzt hier auf der Krankenstation abgreifen können, das sieht nicht so aus. So. Oh, sieht fies aus, ey. Na? Was hast du hier? Nee, ohne reden? Okay, nix. Gut, ohne reden. So, hier hinten können wir. Ist auch nichts zu nehmen, dann müssen wir wohl durch die Tür. Oh, warte mal, hat hier was geleuchtet oder ist das jetzt bloß die Reflexion? Hier vorne kann man wahrscheinlich die Leiter runterklettern. Würde ich jetzt echt unjahren irgendwie, aber es. Ja, ne? Sieht so aus, ob das Spiel scheißt auf meine Meinung. Schau dir das mal an.
Schau, da unten. Ja, das ist überhaupt mit ihrer Lampe, weißt du? Was ist denn da? Ist wohl der Maschinenraum. Hier muss ein Generator sein, stimmt's? Finden wir's raus. Also, ich muss mal jetzt... Die Leiter ist... Ich kann mich hier fallen lassen. Halt! Bist du okay? Was? Ja, klar. Komm runter. Was ist... Was? Die Leiter, hey, kann mich hier fallen lassen. Warum? Was? Was? Ich habe manchmal das Gefühl, dass gewisse Dialoge... Ach so, okay, die Leiter ist halt einfach kaputt, ne? Irgendwie. Genau. Irgendwie abgeschnitten sind teilweise. Ja. Oder halt auch einfach, ja, der Übersetzung zu... Fuck, was ist? Hast du das nicht gesehen? Klar, nein. Natürlich nicht. Hallo? Ja, ich glaube, ich sehe zum ersten Mal seit langem wieder klar. Nichts hat mich angegriffen. Also... Das Schiff hatte Mandschurei-Gold geladen, was aber überhaupt kein Gold ist. Es ist ein Gift. Und dieser seltsame Dunst ist überall. Vielleicht ist das Mandschurei-Gold. Und vielleicht atmen wir es ein und es lässt uns total ausrasten. Ich habe verdammt durchgeknalltes Zeugs gesehen. Vielleicht darf man es nicht glauben. Ich habe halluziniert. Wenn das alles wirklich stimmt, die Crew hatte vor irgendwas total Angst. Ja. Sie sehen all diese kranke Scheiße überall und sie dachten, es wäre real. Ob das irgendwie mit dem Flugzeugwrack da unten zusammenhängt? Ich weiß nicht. Vielleicht kam es zum Kontakt mit dem Schiff und... Nur eine Theorie. Oh Gott. Okay, lasst uns gehen. Lasst uns gehen. Klingt sehr nach... Sehr nach starkem Plural. Ja, Benni, du wirktest gerade überrascht. Nee, also... Dass er selber drauf gekommen ist, das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, die Einsicht war natürlich sehr... Oh, Moment mal, ich bin diese Leiter runtergesprungen und plötzlich wird mir einiges klar. Die Figur, die da vorne von links nach rechts lief, ist nicht real. So, okay, was... Also, ich muss mal sagen, ich könnte jetzt einen Scheiß hier anrichten irgendwie. Wenn das jetzt heißt, irgendwo einen Generator hier finden... Für mich sieht das alles wie böhmische Dörfer aus. Für mich ist das ja alles Generator. Also ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt hier anschalten müsste auf diesem Drecksdampfer. Wenn wir Urlaub in Japan gemacht hätten. Benni, wie ist mit dir? Könntest du dich jetzt ad hoc hier zurechtfinden und sagen, ich hab jetzt den Generator gefunden und ich schmeiß den mal an? Nee. Also ich würde wahrscheinlich an jedem Rädchen, woran ich vorbeilaufe, würde ich versuchen zu drehen. So, ja, guck mal. Genau. Nein, das, einfach um zu gucken, was passiert. Das war das Abwasser. Und wieder Nebel. Oh je. Aber, horch. Warte mal. Was ist das denn? Hier ist er. Ach so, nicht. Genau. Und er läuft noch. Ja, okay, gut, dann könnte man jetzt halt als Generator. Leg den Schalter um und dann nichts wie weg. I do it, baby. Okay, gehen wir wieder hoch. Falls wir einen anderen Weg finden. Ich wollte gerade sagen, du musst ja erstmal wieder hochkommen. So, und du fängst jetzt mal gleich los. Könnte nochmal passieren, aber erstmal geht's. Hören Sie uns? Over. Hören Sie, mein Boot ist weg. Sie haben uns entführt und greifen uns auf dem Frachter an. Bitte machen Sie schnell. Sau, Alter. Over. Rettungsteam ist unterwegs zu Ihrer Position. Over. Und die habt ihr verstanden? Okay. Oh, Scheiße. Ah. Das ist ein Stück Schrott. Die Lampe ist geblendet. Gummilampe. Okay, und wir laufen erstmal durch ein bisschen Mandschurei-Gold. Hey, yes. Schau mal. Das Kreislaufgerät. Wie kommt er da hin? Das haben die Fischer wohl von der Duke. Ob es noch funktioniert? Vielleicht noch ein paar Minuten Luft übrig. Lohnt sich das denn? Das kostet nur Zeit. Nein, Mann. Und? Safat. Nimm es mit? Hallo? Nein. Wir nehmen es mit. Teile des Schiffs sind komplett unter Wasser. Deswegen hätte ich das jetzt aber nicht mitgenommen. Ich hätte das wahrscheinlich eher wegen dem Gas.
Guck mal, das ist Conrad. Das ist Conny, Alter. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen weiter. Je sais ce que c'est cette frère. De quoi tu parles, son? Tu es? Hein? Mais c'est moi qui vais te tuer. Dis-moi seulement où est ce putain d'or. T'as perdu la tête ou quoi? Non. Je t'en prie. C'est fou. Non! Je t'ai dit de la fermer, sale menteur! Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute. Oh. Écoute-moi! Non! Fais pas ça! T'as qu'à... Oh! Je t'avais dit de fermer ta gueule! Alter, die Fresse. Genau. Oh, erstmal schön einmal stechen und dann aber erstmal schultern. Oh, die Verteilerkappe. Oh. Jetzt müssen wir aber clever sein, weil die darf nicht kaputt gehen. Ach du Scheiße. Na, und? Wird dir klar, was du gerade gemacht hast? Eine Pistole. So, wir holen uns erstmal ein Messer. Oh, jetzt, ach krass, jetzt schleicht er auch noch so. Mein Gott. Das Messer hat er doch wieder mitgenommen, oder? Ah, fuck, das stimmt. Total krank. Der ist komplett durchgedreht. Ja. Das, also, ja, war auch schon, als er euch auf eurem Boot überfallen hat, aber andere Geschichte. So, warte mal. Und? Rennen! Rennen! Nichts ansehen! Scheiße! Haben wir die Verteilerkappe? Nee, ja. Nicht. Hat keiner mitgenommen. Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheißer! Ist er die in der Hand? Ja, hat er. Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, ne? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug. Die Hände hier zusammenziehen, oder? Aber ihr wollt mich ausboten. Ganz ruhig. Wenn ihr nicht das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren. Aber ich bin der Captain. Ich hab das Sagen. Und ich entscheide, wer wieder geht. Und wer bleibt? Chill deine Base, Kumpel. Wir sitzen uns im Nacken. Ich hoffe, du hast einen Fluchtplan. Und? Selbstbewusst. Mal sehen, was er macht. Wir bleiben versteckt. Mal sehen, was er macht. Aha, die amerikanischen Schnüssel kommen in ein Schnüssel. Und wollen Brot zuschlagen. In der Hoffnung, dass wir die Sache. Shut the fuck up, nicht jetzt, Benny. Mann! Warum hält sie denn die Tür zu? Mist, jetzt haben wir Kreislauf hier nicht mehr. Scheiße. Alles gut. Erstmal. Oh.
Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Was? Umdrehen. Sachte. Ganz sachte. Okay? Okay? Und war die Stelle, wo er sich erschießt eigentlich? Und Hände hoch. Sachte. Wäre natürlich schön, wenn er das jetzt tun würde. Nein, nein. So doch nicht. Keine Verwandlungen. Was für eine Verwandlung? Bitte. Na, er halluziniert. Wir haben kein Problem mit dir. Wir wollen einfach nur hier raus. Bitte. Tut mir leid, aber solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative. Ihr habt keine Wahl. Nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was? Was meinst du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Hey, da ist nichts, Mann! Dieser Dunst! Nicht einatmen! Und? Das ist kein Dunst. Skeptisch. Welcher Dunst, Mann? Du hast ihn gesehen! Er ist überall! Gelb wabert über Haar hin. Er ist jetzt drin. Hier bei uns. Jetzt. Bitte beruhige dich. Stopp. Stopp. Er ist in uns drin, nicht wahr? Ich hab das Zeug nicht eingeatmet. Bitte, versprochen. Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Besorgt. Okay. Gut. Da war etwas im letzten Raum. Nebel oder Dunst vielleicht. Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Wir haben die Luft angehalten. Nein! Nein, ich meine, wir haben die Luft angehalten. Wir haben keinen Dunst in uns. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten, seit Stunden. Fuck. Könnt ihr so lange die Luft anhalten? Das Atemschutzgerät. Haltet ihr es jetzt auch an? Oh Gott. Der Dunst ist in mir drin, oder? Er ist in mir, nicht wahr? Ja, ist er, ist er. Ist er. Ich spüre, wie sich alles in mir dreht. Er verwandelt mich. In den... Und? Ich will eigentlich gar nichts machen. Ich will, dass er schießt. Was passiert denn dann, wenn wir nichts machen? Schluss! Lügt nicht! Ihr seht es doch alle in mir, nicht wahr? Ja. Ihr lügt doch alle. Der Dunst ist in mir. Ich von innen auf. Hey, schieß! Halt, tu's nicht! Jetzt nimm die Waffe. Verdammte Scheiße. Oh, fuck. Benny, wir müssen reden, Alter. Warum? Er entführt uns? Eiskalter Typ, Alter, ey. Weißt du? Jetzt hat er auch noch die letzte Kugel genommen. Nimm trotzdem die Pistole. Abschreckung, Junge. Abschreckung. Wen willst du abschrecken? Die sind irre. Ja, den anderen irre. Die sind wahnsinnig. Pistole. Ja. Ja, ihmchen an. Ja, sie macht hier einen auf Lara Croft und... Toll. Und echt total halt. Super. Was ist denn jetzt passiert? Scheiße. Ja, klar. Hier zu ertrinken macht ja mehr Spaß als im Meer. Warum nicht?